So. Mission 2. Die darf aber gerne ein bisschen schneller gehen. Besiegen Sie die Leibgarde. Das wird wahrscheinlich Spieler 2 sein. Das ist wahrscheinlich wieder wie bei den Wikingern. Dass die 3, also die 3 und die 4 sind egal und nur Spieler 2 muss besiegt werden. Denke ich mal. So, ihr geht dahin, ihr geht dahin. Einer muss hier hin. Wenn der Tag nicht genug Stunden hat, dann schlaf halt nur jeden und sagt, mhm. Genau. Schlaf ist generell überbewertet. Sieht aber schon mal aus, als wären unsere Rohstoffe nicht ganz so großzügig wie vorhin. Quasi, wenn Essen zu viel kostet, einfach Magersucht entwickeln. Ja. Ich meine, das ist eine Lösung. So, wir machen es diesmal ein bisschen anders. Gibt es überhaupt Fisch? Ja, gibt es. Genau, Sir Mario ist grün. Da könnte man jetzt ein gewisses Lied abspielen.
okay, dieses Mal sind wir gar nicht so großzügig mit den Startvorgaben. Warte, wir haben die Leibgarde und wir haben zweimal einfach nur ihn. Was ist da passiert? Ich darf wahrscheinlich auch nie wieder meine Ingame-Farbe ändern, oder? So, wir benötigen auf jeden Fall nochmal eine Sense, wie sie die, eine Säge, so rum. Aber eine Sense brauchen wir auch. Und irgendwo bräuchten wir nochmal Platz zum Angeln. Warte, das lassen wir bauen und das hier frieren wir gerade mal ein.
So, ein Werkzeuglager. Wir brauchen was für Waffen. Schlafen schon wieder das viel, fast den ganzen Tag. Tagsüber fressen sie gelegentlich mal kurz was oder gehen woanders hin. Und dann so die Zeit, wenn man dann, wenn man berufstätig ist, nach Hause kommt, dann werden sie langsam wach. Deshalb eigentlich perfekte Haustiere für Menschen, die berufstätig sind. So, wir brauchen mehr Siedler. Und wir brauchen mehr alles, aber vor allem mehr Siedler. Der Pink-Anteil im Chat ist zu klein. Ja, alles unter 100% ist euch doch zu klein. 69 Siedler. Es sind nicht 69, es sind 73. Muss immer noch 5 draufrechnen. Neue Mod mit wichtigen Quality of Life Feature ändert hier die Trägeranzahl immer so, dass hier eine 69 steht. Quality of Life mal in Anführungszeichen, weil es einfach jedes Gefühl dafür rauben würde, wie viele Siedler man eigentlich hat. So, das ist langsam soweit. Was machst du? Du machst hier weiter. So, wir brauchen nur noch ein paar Pios, weil ich will diese ganzen Flecken hier weg haben. Eine Schwefelmine. War ich nicht sogar vorhin ein Schwefelvorkommen da? Was war doch nicht alles? Habe ich nicht vorhin noch mehr gesehen? Nö.
User-Friendly Reminder, dass es hier keinen Farbzwang gibt. Von mir aus nicht. Der Chat hat aber andere Ansichten zu. Jetzt wird mir hier gedroht, also Creative. Der Zipfel im großen Turm hat noch Schwefel. What? Ach da, ja. Ja. Ich wusste doch, dass ich vorhin was gesehen habe. The Age of Freedom has come. What? Amerikanische Nationalhymne verstärkt sich. So, du kannst hier noch sauber machen. Genau, du bist da schon, dann machst du da weiter. Stein ist ein bisschen problematisch, aber gleich kommt das Brot und dann sollte das eigentlich. Sollte das laufen? Hätte vielleicht mal die Lager mal aktivieren können. Wir haben Siedlermangel, Leute. Wie wär's mal mit Wohnhäuser? Ja, das braucht auch nur noch einen Stein. Nicht eine 33. Einmal voll pinker Farbe. Ich muss mir gerade so einen Farbbombenanschlag vorstellen. Ich weiß noch nicht, ob das mit pinker Farbe so mega bedrohlich wäre. So, jetzt müsste aber langsam steintechnisch ein bisschen was kommen. In Pokémon nur pinke Pokémon zu benutzen. Naja, es gibt Ditto. Schaffen ein neues dunkles Volk, was dann alles pink macht. Also das pinke Volk. Das darfst du dann gerne in HGL reinmodden.
Pikachu-Chiller, aber. Das ist ein Chiller, der Pokémon ist, ist in Shiny Pink. What? So, wir haben erstaunlich viel Platz hier. Der pinke Schafe in ein Gehege bringen und alle pink färben. Ja gut, aber mach dich darauf gefasst, dass wenn wir das mit der Nahrungsmittelbelohnung machen, dass dann diese Schafe dran glauben müssen, wenn Lammfleisch gefordert wird als Dings, als Hauptnahrungsmittel. So, genau. Kümmert euch mal bitte um Siedler. Wenn du den Pinkmann gar nicht mal durchkriegst, dann fliege ich mit meinem Pinkmann Kopf dazu, wie im Werfer das pinke Schattenkreuz auf dein Haus. Kriegt es dann auch so coole Flammen? Ja, das klingt eigentlich nach einem absoluten Gewinn. Komm, Creative, jetzt musst du aber eigentlich auch hingehen und gucken, wo diese Animation vom Schattenkraut und das, die Terrain-Textur vom dunklen Land, wo die ist beim HD-Patch. Und dann musst du die eigentlich pink einfärben. So, ich wüsste mal gerne, kommt aus irgendeiner Richtung. Kommen die aus irgendeiner Richtung mal Gegner? Also, dass die reinsiedeln, weil da müsste ich ja da auch dezent dann Sachen bauen. Wenn ich jetzt schon die Bodentextur finde, das wird lustig. Ja, in der Tat. Müssen die Sklaven aber auch pink sein. Wieso, die tragen doch eine Kutte. Die dunklen Krieger müssen pink sein. Ich habe ja mal früher sogar vor ganz, ganz langer Zeit, als ich Dark Mirror gemacht habe, da habe ich experimentiert, wie es aussehen würde, wenn man den Selektionsmarker von den Priestern hier, wenn man den rot einfärben würde. Weil man könnte ihn theoretisch auf die Schamanen anwenden, wenn man ihnen die entsprechende Rolle gibt, aber dann funktionieren sie halt leider nicht mehr. Leute, wir brauchen mehr Siedler.
Weißt du, wo die Bodentexturen sind im HD-Patch? Nein. Dürfte, glaube ich, eine der ersten Gruppen sein, aber... Der HD-Patch ändert da ja auch ein paar Regeln. Oh. Hallo? Also wenn wir grün provozieren wollen, können wir das nun tun. Okay, wir haben Siedler rumstehen, das heißt, die können mal schnell Soldaten werden. Ich meine, wir haben Schwefel. Wir könnten hingehen, eine Kriegsmaschine bauen und damit den Turm zerstören, damit wir Grün nicht triggern. Aber vielleicht wollen wir Grün ja triggern. Wow. Einfach auf einem Rucksack-Katapultisten den Zauber gewastet. So, gucken wir mal, dass wir immer ein paar Häuser im Bau haben. Hier oben können wir Mana anbauen, weil hier ist eh nichts. Wenn Grün kam, wird Gelb bald folgen. Ja, das stimmt. So, Nahrung steht. Es fehlt eine Axt. Ja, warte. Du kannst weg. Und sobald sie den Stein wegholen, können wir nämlich auch hier noch ein Lager bauen. Hier fehlt noch ein Hammer. Fehlt an Yippies im Chat. Hm. So, wir machen mal gerade eine Lager für Schwefel. Eine Pfeilmanufaktur und eine Fahrzeugmanufaktur. Wir korrigieren schon mal ein bisschen nach oben mit dem Gold, dass wir später Zielobjekte bauen können.
Nur ich bräuchte nochmal irgendwo Platz für eine Steinmine. Wäre mir zumindest ganz recht. Pass auf, ihr geht mal hier hin. Ihr geht da. Haben wir noch irgendwo welche übrig? Leider nicht. Dann macht man hier ein bisschen sauber. Vielleicht können wir aus Fisch diverse Schadstoffe extrahieren, daraus das Äquivalent zu Schwefel machen. Das ist aber sehr um die Ecke gedacht. So, pass auf, wir brauchen nur einen der Steinmetze. Okay, ist jetzt wieder alles gut? Hello, Chat. Stream läuft wieder. Yo, okay. Ich musste gerade OBS einmal. Hat sich komplett geweigert, die Aufnahme zu beenden. Den Stream zu beenden. Ich musste Force closen. Also irgendwas war mit OBS gerade wohl nicht in Ordnung. Aber wenigstens ist die Aufnahme intakt. Da bin ich gerade froh, dass ich diese Einstellung gewählt habe, dass er es als MKV aufnimmt. Da muss ich zwar erstmal vorher konvertieren, aber es hat den Vorteil, dass falls irgendwas passiert, dass die Aufnahme trotzdem intakt ist und verwendet werden kann. Fall jetzt gerade mal Siedler, zumindest vorläufig. Stein ist ein bisschen problematisch. Gute Nacht, ihr Austria. Danke fürs dabei sein. Auftrag geben. Auf, ihr helft mal da. 5 gehen hier hin. Und der Rest kann dann hier irgendwie hier oben helfen.
So, ihr geht dahin. So, wir müssen theoretisch ja nur blau besiegen. Wollen wir vielleicht versuchen, grün zu triggern? Oh, grün kommt schon von alleine. Wie überaus effizient. Übrigens eines der besten Babylon 5 Zitate. Arroganz und Dummheit in einem Paket. Wie überaus effizient von ihnen. So, wir benötigen die hier jetzt nicht mehr. Marcel, danke fürs Prime-Abo. Der Bug eigentlich fix, weil das, man beim Neuladen des Spiels noch denselben Waffen hat wie am Anfang der Partie. Nee, aktuell nicht. Beziehungsweise ist es halt auch, wenn nicht bei meiner Baustelle, weil das müssen schlauere Menschen machen als ich. Okay, ja, das mit der Kriegsmaschine stört ein bisschen. So, das baut sich aus. So, ich würde mal sagen, es ist Zeit für Krabbe. Also Zielobjekte. So, ihr geht mal zum Lazarett.
so ein paar schöne Springbrunnen. So. Dreimal die Helena-Statue, ja. Da ist die Elias ja, so viel ich weiß, auch bewusst vage, ob es eine Entführung war oder ob sie durchgebrannt sind. So, ich würde mal behaupten, wir triggern jetzt einfach mal grün. Ist das die Version mit HD-Patch? Ja. Wow, er benutzt sogar den Zauber. Und er priorisiert den Zauber sogar bei eigenen Türmen. Das ist natürlich jetzt in unserem Fall total gut. So, Kampfkraft ist noch ein bisschen enttäuschend. Aber zumindest sind die Astrolabien schon mal fertig. Wahrscheinlich auch. Ja, das kannst du über Settlers United einstellen. Welches Zierbeck braucht er bitte? 6 Steine und 3 Gold. Die Helena tatsächlich. Wobei die Helena irgendwie erstaunlich aussieht, als könnte das Conqueror sein. Wenn eine S3 Conqueror, würde ich sogar zutrauen, dass die sich so einen Spaß erlaubt. Okay, 2 Set-Boni stehen noch aus. Na, hallo. Also blau ist handlungsunfähig anscheinend und gelb rührt auch keinen Finger. Sehe ich das richtig? Das wäre das teuerste Zierbecken S4, aber auch keine Ahnung, weiß ich nicht auswendig.
Mach mal bitte den einen Baum da weg. Brauchen auf jeden Fall wieder mehr Goldschmelzen und da brauchen wir auch mehr Goldminen irgendwo. Nur wo? Hier können wir noch welche bauen. So, wollen wir mal ein bisschen, wobei, nee, wir warten mal noch mit dem Orakeln. Jetzt los mit. Hä? Warum sind hier nirgendwo Steine? Warum kriegen die Steinminen nichts ab? Warum habe ich zu wenig Wasser mit zwei trojanischen Wasserwerken? Ist doch steinnötig, da. Ja, stimmt, hier. Ja, hier kann man noch was bauen. Spitzhacken brauchen wir noch welche. So, du existierst noch. Du bist noch da. Und pass auf, nee, da machen wir. Machst du da sauber und du machst hier sauber. So, bauen wir mal noch ein paar Ziri-Sets. Wir wollen ja später effizient traden.
So, und dann machen wir noch die... Das Olympische Feuer, da fehlt uns auch noch... Also das, der Dreier-Set-Bonus fehlt uns noch. Brauchen mehr Siedler. Oh, jetzt kommt Gelb. Mensch. Wow, Gelb ist noch schwächer als Grün. Die triggern wir mal. Weißt du noch damals, als die trojanischen Heiler nichts hinbekommen haben? Na gut, wenn sie was geschafft haben, dann haben sie sogar geheilt mit Corona-Sicherheitsabstand. Aber ja, die waren schon ziemlich RIP. So, pass auf, wir könnten vielleicht mal ein paar Biologen brauchen. Wie die KI auch einfach solche Trupps schickt und denkt, sie erreicht was damit. Ah, und da kommt Gelb. Hat aber eine Weile gebraucht, um zu reagieren. Zum Glück laufen jetzt seine Schwertis direkt in meine Rucksack-Katapultisten rein. So, Gelb ist dezent geschwächt, würde ich mal sagen. Wow, wir könnten sogar noch die 150% erreichen. Den letzten KK-Tick sollten wir auf jeden Fall haben.
Jo, passt genau. 150%. Blöd. Müsste nur mal einer mehr sein. So, wir machen mal hier noch ein Lager. Für Dings, für Baumaterial und so. Ich hätte gerne noch ein paar Steinminen. Hier geht. So. Ich finde ehrlich gesagt die Berge hier ein bisschen unübersichtlich. So, wollen wir mal ein bisschen orakeln? Wo ist... Hier ist einer. Da ist grün. Hier irgendwo muss dann blau sein. Ja, genau. Also wir gehen einmal hier durch. Mensch, gelb ist auch direkt hier. Ich glaube aber, es reicht, wenn wir durch einen durchgehen. Wir schaffen noch gerade eine gemeinsame Grenze. Dass wir beschlagnahmen können. Wenn man die Kakao auf 200 setzen, ist das sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob es je funktioniert hat oder ob das nur ein Mockup war für die UI. Ich erinnere mich aber, dass es mal, dass mal Screenshots rumgeflogen sind, wo hier für dieses Optionsmenü eine Option für 250% Kampfkraft drin war. Sagen wir so, ich wäre definitiv nicht opposed, wenn wie in Siedler 3 die Kampfkraft theoretisch unbegrenzt skalieren würde. Halt mit abnehmendem Grenznutzen, aber dass du halt nicht in die Situation gerätst, dass gerade auf Metzelkarten, dass du halt nicht mehr weiter dann dich ausbauen kannst. Hi Flower Jack, welcome to the stream. I'm doing okay. How are you? I'm happy to report that we are winning.
Creative, sei nett. Is it your main game to stream? It's the main game on my YouTube channel, but I actually resist streaming it. Ich eher lässt grüßen. Ja, ich kenne den Witz, danke. Ich weiß, was es damit aussichert. Wir waren auch das einzige Land, was das bringen konnte auf r/plays. Which games do you play? It varies. I need to finish my Stardew Valley run. Currently playing a mod for Dark Souls. I have a Minecraft hardcore project and I do feel like playing Terraria again. Das hast du schön gesagt, Creative. Ihr geht hier rüber. Das dürfte sich nicht so sehr ziehen wie die letzte Mission. Vorausgesetzt, es ist nicht doch so, dass wir alle töten müssen. Aber selbst dann, die einzelnen KIs sind viel schwächer als die andere in der letzten Mission da. Oh, wir haben keine Schwertkämpfer mehr. Das sollten wir vielleicht gerade mal lassen.
Er hat auch nicht wenig Truppen hier. Macht sie mal ein bisschen sauber, bitte. Dafür hat er aber Mana, wie blöd. Kann das sein? Er hat doch nichts. Noch ein Meersiedler. Mal kurz die Kaserne hier weg. So, tschüss Baracke, beziehungsweise tschüss Kaserne. Wie viel Zeug nehmen die bitte mit? Die ganzen Sonnenblumen, was wollen die damit? Die können doch nicht so einen krassen Mangel haben. Wir haben eher noch... Hä? Wir haben doch... Okay, wir haben Siedlermangel. Gut, wenn die alle natürlich diese ewig weiten Strecken laufen müssen, ist das natürlich klar, dass die... dass das nicht mega effizient ist. So, einmal formieren. Und mal gucken, dass die 150 Kampfkraft gut reinzwiebeln. Thank you.
Das ist jetzt natürlich Feuer gewesen. Reicht vielleicht die Burg? Bitte sag mir, dass die Burg reicht. Mehr Gold. Ja, das ist eher mau. So, einmal hier den Waypoint. Da kommen noch welche, da kommen noch welche. Ihr kommt noch nach. Ah, okay, jetzt hat Gelb hier die Türme zurückerobert. Okay, es reicht nicht, die Burg zu erobern. So, baut mal ein paar Häuser. Könnte im schlimmsten Fall noch eine Weile dauern. Ich sehe es schon kommen, dass wir doch noch alle zerstören müssen.
So, reicht das? Ja, sehr gut. Okay, das sieht ein bisschen falsch aus. Aber dann hat das ja gar nicht mal so lange gedauert im Vergleich zur letzten Mission. Das ist jetzt gleich 11:30. Ich würde deshalb sagen, das reicht auch für heute. Aber ich danke fürs Dabeisein. Ich guck mal, ich bin mal gespannt, wann ich hieraus Missionsguides gemacht kriege, weil das steht im Moment nicht so hoch auf meiner Prioritätenliste. Aber es war mal wieder Zeit für Siedler. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.